الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ليبقش بستا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir befinden uns in den letzten 10 Nächten. Da macht es Sinn, über diese gewaltige Nacht zu sprechen. Die Nacht Laylatul Qadr. Und wie jeder weiß, hat Allah subhanahu wa ta'ala eine Sura nach dieser Nacht benannt, nämlich Suratu Al-Qadr, Sura 97, die Bestimmung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Bismillahirrahmanirrahim. Inna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sinngemäß auf Deutsch: Wir haben ihn ja in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Und was lässt dich wissen, was die Nacht der Bestimmung ist? Die Nacht der Bestimmung ist besser als 1000 Monate. Es kommen die Engel und der Geist in ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn mit jeder Angelegenheit herab. Frieden ist sie bis zum Anbruch der Morgendämmerung. Diese gewaltige Sura ist vor der Hijra des Propheten herabgesandt worden und gehört dazu zu den mekkanischen Suren. Und ihre Hauptthematik handelt von, dass sie über die edelsten Nächte des Jahres spricht, und ebenfalls erwähnt sie den Koran und seine hohe Stellung. Ebenfalls erwähnt sie, welch Segen sich in diesen Nächten befindet und welch großartigen Geschenke Allah subhanahu wa ta'ala für seine Diener bereitet hat. Und diese Sura hat keinen Offenbarungsgrund. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna, was so viel heißt wie wir. Im Arabischen sagen wir dazu Damirul Jama', was auf die Mehrzahl hinweist. Und hier stellt sich schon die erste Frage: Welche Weisheit steckt dahinter, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt wir, und in Suratul Ikhlas, in der Sura 112, sagt er, Qul huwa Allahu ahad, sag, er ist Allah ein Einer. Da stellt sich die Frage, wie sagt er hier einmal, er ist Allah ein Einer, und hier sagt er wir. Die Antwort auf Arabisch sagen die Gelehrten dazu Uslubu al-Ta'zim, was so viel heißt wie jemand mit der Mehrzahl anzusprechen, um seine hohe Stellung zu zeigen. Und das ist bekannt bei den damaligen und heutigen Königen, indem man eine bestimmte Person mit der Mehrzahl anspricht, um seine hohe Stellung zu zeigen und um einen gewissen Respekt zu zeigen. Und wie sieht es dann aus mit dem König der Königen, Allahu subhanahu wa ta'ala? Und diese Art ist oft im Koran vorgekommen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala beispielsweise auf zwei hintereinander folgenden Versen in Sura 12, Sura Yusuf, Vers 2 und 3. Inna أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Sinngemäß auf Deutsch: Wir haben es als einen arabischen Koran hinabgesandt,
auf das ihr begreifen möget. Hier ganz klar sagt Allah subhanahu wa ta'ala wieder, wir. Und auf dem Vers direkt danach sagt er, wir berichten dir die schönsten Geschichten dadurch, dass wir dir diesen Koran als Offenbarung eingegeben haben, obgleich du zuvor wahrlich zu den Unachtsamen gehörtest. Auch sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Suratu Al-Muzammil, Sure 73, Vers 5, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Sinngemäß auf Deutsch, gewiss, wir werden die gewichtigen Worte offenbaren. Und in einem Vers hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Hoheitsform, wie man das auf Deutsch übersetzt, Uslub al-Ta'zim, 4 bis 5 Mal hintereinander erwähnt in einem sehr kurzen Vers. So sagt er, Jalla Jalalullah, in Surat al-Hijr, Sure 15, Vers 9. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Auf Deutsch sinngemäß, gewiss, wir sind es, die wir die Ermahnung offenbart haben und wir werden wahrlich ihr Hüter sein. So hat Allah subhanahu wa ta'ala hier 4 bis 5 Mal die Hoheitsform erwähnt, indem er sagte, inna, inna, dann nahnu, dann nazzalna, dann wa inna und dann nochmal das Waw in lahafizun. So hat er 4 bis 5 Mal mit der Hoheitsform gesprochen, um auf was hinzuweisen, dass er subhanahu wa ta'ala den Koran herabgesandt hat und dass er ihn bewahren wird, subhanahu wa ta'ala. Und so kannst du gleichzeitig antworten auf diejenigen, die sagen, euer Koran ist widersprüchlich, indem er in manchen Versen sich als einzigen beschreibt, subhanahu wa ta'ala, und in anderen Versen wie diese sich mit der Hoheitsform, auf Deutsch mit der Mehrzahlform beschreibt. So kannst du darauf antworten. Die Mehrzahlform ist hier gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich als Gewaltigen und als Hoheit beschreibt. Und in den anderen Versen ist ganz einfach der Tawhid zu verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein einziger ist. Und das ist auch gleichzeitig Antwort für die Christen, denn diese sagen auch, dass ihr mehrere Götter habt, weil sie diesen Zusammenhang nicht verstehen, indem sie dieses Inna lesen und das übersetzt wird auf wir oder euer und sie das dann so verstehen, dass wir auch mehrere Götter haben, so wisse diese Antwort auf diese Frage. So viel zum Wort Inna. Im nächsten Teil, inshallah ta'ala, dann Anzalnahu und was damit alles zusammenhängt. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين